um euch so ein bisschen die Hilfestellung zu geben, was dort reingehört. Wenn ihr eine Abwehr habt, entscheide deine eigene Position. Was meine ich damit? Entscheide, was ist dein Job bei diesem Spiel? Lass uns bitte nochmal kurz auf den Fußballspieler gehen. Du kannst beim Fußball meines Erachtens zwischen drei Unterschiede wählen. Du kannst entweder dich auf den Platz stellen und die Tore schießen oder die Tore aufhalten, was auch immer. Du hast die Möglichkeit, dort wirklich aktiv mit zu sein. Das ist für mich im Investmentbereich, ich bleibe mal bei der Immobilie, weil es leicht zu erklären ist, das ist der Mensch, der kauft die Immobilien, der kann handwerklich selber ein bisschen was, der malt selber die Dinge hübsch an, der guckt sich an, wo ist die Lage und so weiter. Das heißt, der macht das Ding selber hübsch. Der wird allerdings dann auch angerufen werden, wenn am Heiligabend die Heizung ausfällt oder was auch immer. Das heißt, das ist überhaupt nicht schlecht oder gut, sondern das ist einfach nur eine Entscheidung. Ich bin Trainer, ich mache meine Anlage selber. Spieler, habe ich Trainer gesagt? Spieler meine ich. Also da bist du Spieler, da bist du halt involviert. Die zweite Anlage ist, ich ziehe mich ein Stück raus. Ich bin Trainer. Trainer bedeutet für mich, um bei der Metapher der Immobilie zu bleiben, ich habe eine Verwaltung. Also die macht so die Anrufe, die federt das ab. Ich habe vielleicht auch so ein bisschen ein Team an der Hand, so ein Hausmeister-Service oder sowas, die so diese Kleinstreparatur machen. Da bin ich Trainer. Da muss ich mich immer noch damit beschäftigen, was ist meine Immobilie, welche Marktanalyse mache ich, Mikrolage, Makrolage. Ich muss mich da sehr mit auseinandersetzen. Aber ich mache nicht alles selber. Das ist für mich die Position des Trainers. Und ich nehme noch einen Schritt weiter raus. Ist die Position des Managers. Ich gestehe offen, ich bin Manager in all diesen Bereichen mittlerweile. Ich habe mein eigenes Spezialistenteam für alle meine Spieler. Ich habe einen super genialen Stab für Investment. Ich habe einen super genialen Stab für meine Immobilien. Ich habe einfach gute Ansprechpartner, die dann wieder ihre Teams haben. Wenn ich eine Immobilie kaufe, gehe ich tatsächlich so vor, dass ich sage, ich rechne mir aus, was brauche ich? Ich weiß noch gar nicht, welche Immobilie ich nehme. Ich sage einfach, was könnte ich brauchen? Ich habe, was weiß ich, jetzt 100.000 Euro Eigenkapital, ich brauche einen steuerlichen Hebel und ich würde ganz gerne die und die Renditeerwartung dabei haben, als Beispiel. Dann gehe ich zu meinem Immobilienspezialisten und sage, du, das sind meine Parameter, such mal. Dann rechnen wir alles aus, machen eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, gehen wirklich ins Detail rein und sagen, wie muss meine Immobilie sein, damit sie meine Ziele erfüllen. Das stellen die mir dann vor. Dann haben die schon was rausgesucht, was passen würde. Und ich entscheide anhand von Zahlen zu 90% und sage, das passt in mein Portfolio. Zu dem Zeitpunkt weiß ich persönlich noch nicht mal, ist die Immobilie dort, dort oder dort. Und es interessiert mich auch nicht. Und dann, wenn es da weitergeht, natürlich gucke ich mir die Immobilie an und sowas, aber dann treffe ich eine Managerentscheidung und sortiere meine Spieler zusammen. Unterschied klar? Das hat immer was so ein bisschen damit zu tun, womit will ich mich beschäftigen und auch, wo sind meine Stärken? Ihr habt das gerade schon rausgehört bei mir. Ich bin der Manager, weil ich, warte mal, wer kennt diese hier? Ich gestehe, ich habe zwei total linke Hände. Wenn mir irgendeiner sagt, bau mir mal ein Regal an. Meine Frau ist auch hier. Schatz, ich liebe dich. Wir mussten letztens einen Fernseher anbauen, wir haben einen Handwerker geholt. Ich kann's nicht. Also ich will's auch nicht. Es ist nicht mein Ding. Christian ist, glaube ich, auch da, mein Handwerker, heute großer Unternehmer. Christian, danke. Also, es ist nicht mein Bereich und deswegen tue ich es nicht. Und diese Entscheidung zu treffen, hat mein Leben maßgeblich positiv verändert. Deswegen gebe ich euch das so ausführlich mit. Das kann ein Leben wirklich erleichtern. Also, mein Leben hat es erleichtert. Hebelwirkung einsetzen. Wenn ihr beispielsweise in Immobilien oder sowas investiert, nutzt Fremdkapital. Also eine Finanzierung. Und rechnet euch die Rendite auf euer eigenes eingesetztes Kapital aus. Die Leute sagen immer, ja, aber eine Immobilie, die macht doch nur so, also vielleicht 2-3%, jetzt in den letzten Jahren ein bisschen mehr, sehe ich ein, aber schwankt ja auch gerade wieder, aber du machst doch nur 2-3%. Dann weißt du, wenn du mit irgendjemandem darüber redest, entschuldige bitte, wenn ich das so sage, ich will keinem auf die Füße treten, aber der hat das System nicht verstanden. Wenn du mit einer Immobilie 2-3% machst, dann redet der Mensch davon, dass sein Immobilienwert, deine Wohnung von 100.000 Euro auf vielleicht nach 10 Jahren auf 120.000 Euro steigt. Verstanden? Ja, ne? Ist, glaube ich, klar. Das ist der Immobilienwert, der wächst während der Laufzeit. Was der allerdings nicht berücksichtigt ist,
Zwei Dinge. A, dass du während der Laufzeit Miete bekommst, mit der du ganz viel tun kannst. Und das Zweite, was dir wichtiger ist, dass du die 100.000 Euro wahrscheinlich nicht selber bezahlt hast, sondern vielleicht nur ein Zehntel davon ausgegeben hast. Ich bleib mal bei dem Beispiel. Von 100.000 Euro hast du 10.000 Euro selbst investiert. Aber du hast nach den 10 Jahren trotzdem hinten von 100.000 Euro 120.000 Euro Immobilienwert. Das Spannende ist, deine Immobilie ist aber schon zu einem großen Teil abbezahlt. Du hast also auf einmal aus 10.000 Euro selbst investiertes Geld hinten 30, 40, 50.000 Euro gemacht. Einfach nur, weil du das Darlehen abbezahlst, weil dein Mieter das Darlehen abbezahlt und weil du die Wertsteigerung mitnimmst. Das macht Nermin nachher noch sehr ausführlich, aber ist euch das Grobe bewusst geworden, was ich meinte mit Fremdkapital, Hebelkapital, dass man wirklich sagt, nutzt fremdes Geld und rechnet einmal nach. Holt euch dafür einen Profi, der euch wirklich die Nettorendite auf das Eigenkapital, auf euer eigenes eingesetztes Kapital ausrechnet. Darauf kommt es an. Es geht nicht darum zu sagen, was macht meine Anlage, es geht darum, was kannst du mit dieser Anlage erzielen. Das ist der große Unterschied. Gut, Abwehr. So kommen wir auch locker auf 8%. Abwehr hat einen ganz großen maßgeblichen Vorteil. Meistens hat es irgendeinen laufenden Ertrag, wie zum Beispiel bei der Immobilie die Mieterträge oder auch bei einer Dividendenstrategie hast du regelmäßige Dividendeneinkommen. Da kommen wir nachher mit den Sprechern sehr, sehr ausführlich auf jeden einzelnen Bereich. Aber das ist sehr schön, du kannst es kalkulieren, du kannst es langfristig planen. Und mit diesen Bereichen hast du die Möglichkeit, unheimlich viel Vermögen aufzubauen, unheimlich Wachstum zu generieren, ohne dass du es selber aus dem eigenen Vermögen immer bezahlen musst. Letzter Part, meiner Meinung nach. Es sollte im Abwehrbereich einfach sicher sein. Was meine ich mit einfach sicher? So wie es da steht. Einfach und sicher. Ist ganz simpel. Sicher meine ich mit, es muss planbar sein, kalkulierbar sein. Also das sollte morgen nicht weg sein. Und ich bin auch der große Fan davon, es einfach zu machen. In dem Moment, wenn es kompliziert wird, wenn du also wirklich die Herausforderung hast, dass du die komplizierten Dinge nicht so unbedingt verstehst, lass lieber die Finger davon oder lass es dir besser erklären. Wenn es dir ein Berater nicht gut erklären kann, frag nochmal nach, hol dir seinen Spezialisten oder hol den anderen Berater. Du musst verstehen, was du tust. Ansonsten geht es meistens schief.